wie packst du das immer noch so nett auszusehen, freundlich zu bleiben und doch noch immer ganz geduldig zu antworten? Die Übung macht's, also ich mache das ja inzwischen seit 3 Jahren bin ich dabei und es werden immer mehr Interviews und irgendwie, das kommt einfach, du hast einfach so eine Gelassenheit, wartest ab, was kommt und es ist ja auch keine große Aktion, irgendwie ein paar Antworten zu geben. Okay, aber hast du nicht manchmal die Nase voll, wenn bei der Tour, weißt du, ich habe vorhin gesehen, da kamen die ganzen Mädels, wollten was von dir und dann aufbauen. Und sagen, ist ja richtig harte Arbeit. Das sieht mal alles ganz toll aus und du siehst toll aus und alles sieht toll aus, aber ist ja harte Arbeit. Hast du, ich meine, du bist ja auch noch nicht die Älteste. Wie machst du das? Also, dass du dann immer fit bleibst und hast du nicht irgendwann einen Punkt, wo du sagst, ich habe die Nase voll, möchte eigentlich wegrennen und sagen, ich mag nicht mehr. Also ich bin jemand, der es liebt, wenn Sachen schnell gehen, wenn sie funktionieren, wenn man nicht viel erklären muss, wenn es einfach geht. Und das habe ich in meiner Crew ganz gut drauf. Deswegen macht die Arbeit, um so eine Tour zu erstellen, eigentlich ziemlich viel Spaß, weil man hat eine Idee und sofort wird sie umgesetzt. Ja. Jetzt ist es eben so gewesen, dass natürlich die Mädchen ganz schüchtern sind, wenn sie mich das erste Mal sehen. Und dann sind da irgendwie 5 Presseleute in einem Raum und keiner weiß irgendwie, was er zuerst machen möchte. Und dann geht einfach sehr viel Zeit verloren, indem du einfach dir Gedanken machst, wer macht jetzt das erste Interview, wer stellt die erste Frage und wer macht das erste Foto. Rumstehen. Ja, aber das ist ja ganz verständlich. Ich meine, man ist natürlich aufgeregt, wahrscheinlich im ersten Moment und das wird dann auch besser. Okay. Jetzt zu dem Thema zweigleisig fahren. Also ich habe dich im Fernsehen neulich gesehen, du hast die Mini-Playback-Show gemacht. Oder ich weiß nicht, wie viele Sendungen ist das schon jetzt? Insgesamt werden es 13 sein, aber ich habe nicht mitgezählt. Die 8., 9., 10.? Ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, also ich meine, du bist als Fernsehmoderatorin tätig, ja, und singst noch nebenbei. Und wie bist du dich denn irgendwann für eine Sache entscheiden oder glaubst du, dass du es packst, alles beides zu machen? Du müsstest es eigentlich andersrum sagen. Ich singe und moderiere nebenbei. So ist es eigentlich richtig, weil in erster Linie bin ich Sängerin. Das wirst du auch bleiben. Das wird so aussehen. Also das ist immer das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, was auf mich die meiste Faszination ausgeübt hat. Beim Moderieren war es immer so, dass die Leute mich gesehen haben, bei Interviews und gesagt haben, hey, wir wollen die mal beim Casting sehen. Dann habe ich Radio gemacht eine Zeit lang. Dann ging es weiter mit dem Fernsehen. Da habe ich mich auch irgendwie durchsetzen können und dasselbe bei RTL. Also da waren viele Leute beim Casting, viele Bekannte und zum Teil auch schon berühmte Leute. Und ich habe irgendwie das geschafft, mich durchzusetzen. Eine Sache fehlt dir nochmal, in so einem richtigen Film mitzuspielen. Also gut, du hast in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mal einen Auftritt gehabt, mal einen richtigen Kinofilm. Hättest du dazu Lust? Ja, bei Gute Zeiten war es ja wirklich ein Promo-Ding. Ich habe meine Single vorgestellt, habe da nicht irgendwas gespielt. Ich habe als jugendliches Mädel viel Theater gespielt, war nur Theater-Jugendgruppe und das hat mir großen Spaß gemacht. Aber ich weiß nicht, wenn müsste das etwas sein, was ich total gut finde, wo ich auch voll von überzeugt wäre. Also ich habe verschiedene Sachen schon angeboten bekommen, aber dann hätte ich irgendwie nur mich selber spielen müssen. Also irgendwie mach mal ein Beispiel. So ein junges Mädchen halt spielen müssen und sowas alles. Irgendwie so ungefähr das, das, was ich eh schon bin und das ist so ein bisschen langweilig. Ne? Ja, noch was anderes spielen. Was war der letzte Film, mit dem du warst im Kino? Ewig her, das war glaube ich Titanic, ist ewig her. Hast du auch geweint? Also ich habe geweint. Ach, das war so ein bisschen blöd. Das hat also das Kino, das war das erste Mal, dass dieser Film gezeigt wurde in dem Kino. Premiere so. Aha. Also es war keine richtige Premiere, es war bloß der erste Tag, an dem er in die öffentliche Kinos ging. Ich war da mit Freundinnen und alle Freundinnen hinten im Vorfeld, oh, wir müssen unbedingt weinen. Und dann wurde das irgendwann mal auch traurig, das Schiff ging unter und am Ende kommt ja die Musik nur noch und man sieht so Bilder. Und diese Musik hatte einen Riss andauernd, es ging immer. Also das ging immer, Problem, ja, es gab, die Musik ging immer hoch und runter und langsam und schnell und dann war jede Romantik zerstört. Okay. Ich versuche dir jetzt eine Frage zu stellen, ob ich dir eine Frage stellen darf. Du sag einfach nein, wenn du nicht willst. Hast du einen Freund? Privat. Ganz privat. Willst du nicht drüber sprechen? Privat? Das sagt doch schon alles aus. Okay. Alles klar. Ups, wir sind noch da. Du bist ja nun, sag ich mal, jetzt bist du 18, oder? Ja. Richtig. Ja. Du bist irgendwann 20 und hast alles gemacht. Hast du irgendwann einen Film mitgespielt? Hast du, sag ich mal, so alles, was andere Leute vielleicht mit 50 ja nicht mal erreicht haben, hast du irgendwie schon gemacht? Hast du nicht Angst, dass du dann mit 20 irgendwann dann dastehst und sagst, gibt es eigentlich noch irgendwas, was ich erreichen könnte? So, oder? Es ist ja jeden Tag ein neuer Kampf. Du kriegst ja nichts geschenkt. Das muss halt immer weitergehen und da gehört eine Menge Disziplin und Ehrgeiz zu, dass du auch immer versuchst, besser zu werden und immer versuchst, dich zu behaupten, weil es gibt tagtäglich neue Leute, die nachrücken wollen und es gibt so viele Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, auch im musikalischen Bereich. Es gibt so viele Bereiche, die ich da noch ausprobieren könnte oder auch irgendwie im Hintergrund zu arbeiten, was weiß ich, ein eigenes Label zu gründen oder irgendwie, ich bin natürlich so in Asien, Europa ein bisschen bekannt, aber ich meine, die ganze Welt ist halt auch noch offen. Das wäre vielleicht auch so ein Ziel dann.